Gepolsterter Toilettensitz ist gepolstert. Und ich finde es nach wie vor sehr toll. Ich will das haben. Ein Arschloch entspannt mit seiner Hurratüte an ein Fahrzeug gelehnt. Hurratüte! Leute, liken, kommentieren, abonnieren und checkt meinen Partner Just Legends aus. Was geht ab mit der Zeus hier? Willkommen zu Gamesünden. Alles falsch in Beyond Two Souls. Ich habe das vorher gespielt, hier auf dem CO Live-Kanal ja auch. Habe ich es hochgeladen. Einer der wenigen Projekte, die ich auch durchgezogen habe. Und wir gucken mal rein, was ist denn in diesem Spiel alles falsch? Und wie immer, Leute, nicht so ernst nehmen. Das ist ein Satire-Format. Das meiste ist einfach nur Spaß. Hoffe ich zumindest. Beyond Two Souls. David Cage. Was, David? Schwarze Balken. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches... Wer sagt jetzt, dass das ist so, wie nennt man das nochmal, dass die Handlung nicht gezeigt wird, sondern erzählt wird? Wesen je zuvor gesehen hat. Wie ich sehe, hast du auch die Gabe, ein Spiel mit einer furchtbaren Kameraeinstellung und Erzählung zu beginnen. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Und welchen besseren Weg gibt es dafür, als sich außerhalb einer chronologischen Reihenfolge zu erinnern, damit niemand die wichtigen Ereignisse in deinem Leben versteht, bevor die Geschichte überhaupt zu Ende ist? Das stimmt gar nicht. Das ging voll klar. Ich kam voll mit. Ich war nicht... Vielleicht bin ich auch hochintelligent einfach. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Oder du fängst einfach da an, wo alles begann? Ja. Medias Res Anfang, in dem Jodie am Ende der Geschichte etwas vom Anfang erzählt, um dann irgendwo in der Mitte der Handlung zu beginnen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Sheriff erzählt dem Publikum, warum Jodie in seinem Büro sitzt. Weil wie und wo er sie gefunden hat, weiß sie ja selbst. Wenn sie mir nicht... Stimmt eigentlich schon komisch. Helfen kann ich nichts für sie tun. Meine Damen und Herren, Captain Obvious vom Sheriff Department nirgendwo. Kaffeetassen sind immer die ersten Opfer, wenn die Unterhaltung telekinetischen oder anderen übersinnlichen Scheiß beinhaltet. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden Sie? Müssen Sie stoppen! Wie ich sehe, hat sich Willem Dafoe bestens darauf vorbereitet, Willem Dafoe in diesem Game zu spielen. Dieses Sheriff Department ist genauso schlecht beleuchtet wie das Polizeirevier in Terminator. Moment, was ist hier los? Warum steht dieser Sheriff jetzt irgendwo in seinem Revier rum? Eben war er doch noch in seinem Büro. Holt er sich jetzt eine neue Kaffeetasse? Arschloch-SWAT-Anführer weiß, dass seine Zielperson übersinnliche Kräfte hat, lässt aber den Kleinstadt-Sheriff die Tür öffnen, obwohl dieser keine Ahnung hat, was los ist und auch nicht mit ordnungsgemäßen Türöffnungsprozeduren vertraut sein kann. Das stimmt, aber der wollte halt, dass sie keinen Verdacht schöpft und die zugreifen können. Seht ihr, er öffnet die Tür und blockiert mit seinem Körper die Sicht aller Einsatzkräfte. Was wäre, wenn etwas Gefährlicheres als Ellen Page in diesem Raum sitzen würde? Werdet ihr jetzt alle da stehen bleiben und die Tür anglotzen? Will keiner eine Blendgranate da reinwerfen? Warum gibt dir Jodie so viel Zeit, sich vorzubereiten? Siehste, hättest du mal besser die Tür selbst geöffnet. Aber hast ihn ihr leben lassen. War doch voll toll. Außerdem, Sheriff steht einfach nur rum, anstatt Notfallkräfte zu alarmieren. Der ist halt einfach ein bisschen perplex jetzt. War ein bisschen wild halt, ne, wenn alle sterben. Jodie, was hast du getan? So wie es hier aussieht, ist Jodie gerade erst losgegangen. Wenn Nathan sie unbedingt finden will, müsste er eigentlich nur ein Stück die Straße hochfahren. Analoge Videoüberwachung in Farbe. Dieser Cartoon sieht interessanter aus als dieses Game. Hey! Alt! Was? Plötzlich habe ich Ghostbusters-Flashbacks. Hat niemand diese Frau gewarnt, bevor dieser Test begann? Sie hätten doch nur sagen müssen, hey, da ist ein Geist und ein kleines Mädchen im anderen Raum und sie werden ein paar Sachen umwerfen. Wenn du den Begriff Plan B neben Ellen Page einblendest, dann denken viele an einen völlig anderen Plan B, den sie gerne mit Ellen Page ausführen würden. Nein, das Kleid ist perfekt. Du willst wissen, wer dieser Typ ist? Dann warte, bis die Hälfte des Spiels vorbei ist und sein Charakter dann endlich vorgestellt wird. Auf einer Botschaftsparty eines offensichtlich arabischen Landes tragen die Männer traditionelle Kleidung und die Frauen Cocktailkleider mit weiten Ausschnitten. Gepolsterter Toilettensitz ist gepolstert. Und ich finde es nach wie vor sehr toll. Ich will das haben. Diese Kabine verfügt über zwei Klopapierhalter. Die Rollen sind sogar falsch herum eingehängt und ich hasse sowas. Wird der Scheich es nicht verdächtig finden? Das ist echt random. Warum waren da zwei? Wenn der Safe offen ist und sämtliche Unterlagen auf dem Boden verstreut sind. Am Anfang der Mission sagte man doch, dass niemand Verdacht schöpfen soll. Und welche Nahostnation lädt überhaupt bekannte CIA-Agenten zu einer Party in ihrem Botschaftsgebäude ein? Auf diesem Dokument sind mehr Informationen, als Jodie auf nur 4 Notizblättern kritzeln könnte. Ja, aber vielleicht weiß sie ja, was genau sie da rausschreiben muss. Wachmann betritt grundlos die Darmtoilette, nur um an Jodies Kabine zu klopfen, obwohl rein gar nichts Verdächtiges im Gange ist. Das stimmt.
Das stimmt wirklich. Was zum Geier? Was war denn das? Er sah sie nur aufs Klo gehen. Sehen Sie. Vielleicht hat die ja, braucht sie Zeit, vielleicht ist sie am Telefonieren, vielleicht macht man so andere Dinge auf Toilette, so. Kann nichts tun, um ihr zu helfen. Es gibt nichts, wobei du ihr helfen kannst. Nach dieser Szene ist die Mission vorbei und wird nie wieder in diesem Plot erwähnt. Hey, Joe. Eigentlich ist die ganze, das müsst ihr auch noch erwähnen, der ganze Kapitel ist ja für den Arsch. Das juckt ja keine Sau. Gut, vielleicht, um mal zu zeigen, was so Jodys Arbeiten waren bei der CIA. Aber an sich kannst du wegstreichen, das war vollkommen egal. Spielt keine Rolle im Spiel. Jody, komm rein. Hi. Hey Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Mitarbeiterin eines paranormalen Instituts lädt paranormale Personen zum Geburtstag ihrer Teenager-Tochter ein. Kein David Cage-Spiel ohne Tanzen. Arschloch geht Ellen Page an. Ging gerade der Sündenzähler runter, weil sie einen Joint raucht? Wie kann ich das verstehen? Ist der Game-Sünden-Typ ein Drogenbefürworter oder was? Hast du Lust wirklich, dass man mit einer Haschzigarette die Jugend verkorkst? Das ist aber schrecklich. Drogen sind nicht cool, Leute. Arschloch geht Ellen Page an den Arsch. Was ist das? Ein altes Buch. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? In dieser Welt scheint eBay nicht zu existieren, sonst wüsste diese Bratze, wie viel Geld man für ein seltenes Band von Edgar Allan Poe bekommt. Ich wollte sie gar nicht einladen, meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja. Ich glaube aber, dass wirklich viele Edgar Allan Poe nicht unbedingt was sagt, so. Aber vom Hören her eigentlich schon, oder? Das ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Jody hat eben ihre Kräfte demonstriert, welche weit über eure Fähigkeiten hinausgehen. Hab ich nicht gemacht. Ich war kein Angeber im Spiel. Wollt ihr sie jetzt wirklich wegen einem ungeeigneten Geschenk so angehen? Habt ihr nie von Carrie gehört? Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Alter, du warst gerade auf dem besten Weg in Jodys Höschen. Willst du das jetzt aufgeben, um mit deinen Freunden ein dummes Arschloch zu werden? Vielleicht hat er es nicht nötig. Schnappt sie euch! Das eskaliert gerade vom Rumalbern zu ernsthaften körperlichen Übergriffen. Plötzlich habe ich Sixth Sense Flashbacks. Oder Harry Potter. Niemand, der dieses Game gespielt hat, sollte einfach gehen, ohne Rache zu üben. Sollte hier nicht mal eine Option sein. Ich habe mich nicht gerecht. Ich war der Meinung, ich bin nicht auf deren Niveau. Diesen Scheiße ich nicht. So, ich bewahre Größe und gehe einfach so. Das war meine Idee. Ich habe mich nicht gerecht. Und ich finde es auch richtig. Ich stehe nach wie vor stehe ich dazu. Es wäre gerade voll gespoilert. Aber man kann sich wirklich Vollgas rechnen, richtig angreifen. Ist ja heftig. Ich glaube so langsam, das hier ist David Cage's Rache-Fantasie gegen jeden, den er in seiner Schulzeit gehasst hat. Die Tür, sie ist versperrt. Was passiert immer, wenn es zu einfach wäre, dass Charaktere flüchten, wenn etwas Unheimliches passiert? Die Türen lassen sich nicht öffnen. Ja, wegen Aiden, oder? Oder Aiden halt, ne? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Könntest du ihn für mich malen? Wenn Julies Freund unsichtbar ist, wie soll sie ihn dann malen können? Für gewöhnlich wissen wir nicht, wie unsichtbare Dinge oder Personen aussehen. Das ist eigentlich echt geil. Trainingsmontage. Quicktime-Matte. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Ryan ist so gut im Hardcore-Schleichen trainiert, dass er sich unbemerkt an Jody ranpushen kann, ohne dass sie ihn im Augenwinkel kommen sieht. Außerdem schlechte Schusswaffendisziplin, weil Finger am Abzug. Kopfsuche nach Jody, nachdem sie... Ja, wer hat ja nicht nachgeladen? Oder war kein Magazin drin? Oder keine Kugeln? Ist komisch, dass die dann, was nicht erwähnt ist, sagt dann so, nein, du wirst tot. Und dann hat er eine Waffe unter Kopf. Aber ich bin so, naja, kommt auf an, wenn es zuerst abdrückt, ne? Die vor der CIA geflüchtet ist, aber der Zug fährt einfach weiter, obwohl die Polizei an Bord ist. Würden sie nicht als erstes sicherstellen, dass sich der Zug während der Durchsuchung nicht weiter bewegt? Nicht, wenn sie sich nicht sicher sind, dass und man will ja nicht, dass alle zu spät kommen, nur weil die Polizei kacke ist. Nehmen, wenn die CIA eine abtrünnige Agentin jagt, würden sie da nicht eher selber suchen, anstatt irgendwelche Sheriffs loszuschicken? Ich war zwar selten mit dem... Die brauchen halt Unterstützung, so viele Agenten haben die ja gar nicht. Zug, aber ich weiß, dass diese nicht so wackelig fahren, dass man beim Laufen ständig stolpert. Da warst du noch nie zwischen Astling und Grafing unterwegs, dass da scheppert und da wackelt wie Sau. Angehörige der ländlichen Polizei auf das Dach eines fahrenden Zuges klettern, um eine Person zu verfolgen. Das widerspricht der Eigensicherung. Das stimmt wirklich, dass die da hochkommen und alle mitkämpfen, bin ich so, was haben die eigentlich für eine kranken... Also ich würde es nicht machen, ganz ehrlich. Würde ich sagen, hey komm, für die 1,6 netto im Monat mache ich so einen Scheiß nicht. Ich mag es, wenn der Hauptcharakter von einer weiblichen Person verkörpert wird, die alle in den Arsch treten kann, aber ich muss hier eine Linie zwischen Spannung und Glaubwürdigkeit ziehen. Und diese Linie ist genau über eine 1,55 Meter große Ellen Page, welche ein halbes Dutzend ausgebildeter Cops auf dem Dach eines fahrenden Zuges während eines Regensturms bekämpft. Vielleicht hat sie ja Talent...
Frauen können das auch haben, du Sexist. Das war ein, aber vielleicht, ich hatte ja CIA-Kenntnisse, da kämpft man auch viel kranker als so ein Polizist. Polizist macht so ein bisschen Billo und CIA ist so, juhu, Bruce Lee-Style, Chuck Norris. Kämpft. Scheint so, als hätten sich die Typen aus E.T. in diesem Wald verlaufen. Oh nein. Obernerviges Kameragewackel ist obernervig. Aber macht Action, Mann. Dynamisch. Gewalt gegen Tiere. Tiere sind scheiße. Ich esse sie. Ich meine, Keine Polizei auf der Welt würde auf diese Art eine Straße sperren. Das ist derselbe SWAT-Anführer, den wir zu Beginn gesehen haben. Was bedeutet, dass er Jodie das ganze Land jagt. Aber operieren SWAT-Teams nicht lokal? Vorwärts, vorwärts! Er schießt sie. Sie ist genau vor euch und humpelt. Ihr habt sogar Scharfschützen positioniert. Ihr seid amerikanische Cops. Ihr seid gut darin, unbewaffnete Leute abzuknallen. Während er... Habe ich mich aber auch ein bisschen gefragt, so, sie ist im Arsch. Und dann greifen die nicht zu, es dauert ewig. Die sind alle hier so voll ängstlich. Und ich bin so, ja, keine Ahnung, schießt eine Rakete rein und bumm. Aiden und Jodie einen Kopf nach dem anderen ausknipsen, steht Captain Arschloch entspannt mit seiner Hurratüte an ein Fahrzeug gelehnt. Hurratüte! Du isst Hunde? Nein. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Du hast gerade alle umgebracht. Dieser Typ ist buchstäblich der einzige Überlebende. Diese Horror-Klischee-Spielzeuge existieren nur, damit sie plötzlich zum Leben erwachen können. Nein, Aiden. Mami wird sicher böse mit mir, wenn wir das anfassen. Lippenstift auf Spiegel lässt sich durch bloßes Händewischen entfernen. Ja, das war wirklich Quatsch. Da stimme ich voll zu. Also, ja. Schwarz. Aber sonst war nichts in dem Kapitel. Krass. Zwei Filter Flashback-Klischee. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Keine Kekse. Salatöl steht in der Garage neben dem Motoröl. Huch, Ball weg. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, nein. Kleines Mädchen mit übersinnlichen Kräften zieht Arschlöcher an, damit sie einen Grund hat, ihre übersinnlichen Kräfte einzusetzen. Susan, damit ist die... Nein, Arschlöcher. Ich hatte auch... Habe ich übersinnliche Kräfte? Nein, aber ich habe auch Arschlöcher angezogen in der Schule. Das war normal. Und gerade beim Schneeballschlag gibt es immer einen, der einen einseift. Jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort. Bevor wir beide krank sind oder tot. Aiden belauscht das Gespräch zwischen den Pflegeeltern, damit das Publikum weiß, was los ist, Klischee. Wir müssen anders lösen. Einschlafsimulator. Lass mich. Dies ist das dritte Mal in diesem Game, dass sich eine Tür während einer brenzligen Situation nicht öffnen lässt. Das ist quasi die Indoor-Version von einem Auto, welches sich nicht starten lässt. Ja, aber das ist halt, weil halt die Geister und so, ne? Magie, Mann. Magie, Bruder. Was auch immer in diesem Gebäude geschehen ist, die Rettungskräfte haben ihr Lager viel zu dicht dran. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Das ist alles? Man bekommt keinen Plan von dem Gebäude oder genaue Anweisungen? Da drin ist es gefährlich. Ja, warum muss jedes Arschloch an der Schwelle des Todes so tun, als ob er tot ist, nur um dann ganz plötzlich Leute zu erschrecken, bevor sie sterben? Das ist wirklich echt ein Ding. Das fuckt mich echt ein Film immer wieder ab. So ganz langsam hin und dann noch so, rette mich oder lauf, mach, dass du wegkommst, komm, renn, Hortmund. Super geheimer und abgeriegelter Bereich ist leicht zu betreten, weil Tür auf. Wieder so ein Hinter-dem-Protagonist-Grusel, welcher nur existiert, um das Publikum zu erschrecken. Das war echt voll gruselig. Ich habe mich umgedreht und er war nicht mehr da. Ja, nee, du kannst niemanden mit Papier jumpscaren. Dieser Typ hat sich so sehr den Jumpscares gewidmet, dass er lang genug gewartet hat, um sich dann in Brand zu setzen, sobald jemand vorbeikommt. Plötzlich habe ich Alien-Flashbacks. Erst Feuer, dann Nässe durch die Sprinkleranlage und jetzt extreme Kälte. Jodie sollte eine Lungenentzündung bekommen. Vor wenigen Minuten wurde Jodie beinahe von einem besessenen Wissenschaftler getötet. Und jetzt hat sie einen ganzen Haufen davon am Hals? Scheinbar haben diese besessenen Wissenschaftler dieselbe Schwäche wie Ninjas, Piraten und Zombies. Je mehr sie sind, desto ungefährlicher werden sie für den Hauptcharakter. Was ist da los? Dieses Portal zur Infrawelt ist stark genug, um diese Stahlkonstruktion zu zerstören, schafft es aber nicht, Jodie mitzureißen.
Ja, das ist wirklich sehr unlogisch. Plötzlich habe ich Max Payne-Flashbacks. Und Fahrenheit-Flashbacks. Nathan? Jody, wo bist du denn? Jody ruft Nathan an, nachdem sie der CIA entkommen ist. CIA hat aber keinerlei Telefonüberwachung bei Nathan eingerichtet, um Jody nachverfolgen zu können. Wegen Winter! Jody bricht zusammen, wird von... Es ist ein öffentliches Telefon, das kann man nicht tracken oder so. ...von dem obdachlosen Stan gefunden und hat Zukunftsvisionen. Warum? Sie hat Aiden, einen hilfreichen Geist, welcher sie beschützt, sowie Menschen und Gegenstände manipulieren kann. Er ist zwar auch eine Verbindung ins Jenseits, aber wie kann sie damit Ereignisse vorhersehen? Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Ironische Bemerkung. Alles dreckig, aber Messer sauber. Musikinstrumente, technische Geräte und ein Bildschirm, dieser Typ muss YouTuber gewesen sein. Verkauf das Ganze, mach Geld. Mann, jetzt bin ich gespoilert. Ich hab mich nicht umgebracht, by the way, ich bin oben geblieben. Aiden ist ein Arsch zu Selbstmördern. Obwohl es die... Hey, also wenn man... Nein, das ist wirklich gemein jetzt. ...die ganze Nacht heftig geschneit hat, ist auf diesem Karton kein Schnee. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Jody wäre gut bei Gamesünden. Sorry, I... They cut through the bone. Make it hard. Das ist Ellen Page als Obdachlose, welche auf einem Bürgersteig Gitarre spielt. Dieses Game ist nun kurz davor, einen Preis auf einem Indie-Film-Festival zu gewinnen. Es war mitten am Tage, als Jody angefangen hat zu singen, aber nach dem Song ist es bereits dunkel. Dabei hat sie eigentlich nur zwei Verse. Das ist halt ein Übersprung, Mann. Man kann nicht alles zeigen. So, es verging halt ein bisschen Zeit. Hättest du gerne Schwarzbinde gehabt oder was? Gesungen. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Sogar die erwachsene Jody ist ein Arschlochmagnet, damit er plötzlich seine Spannung aufrechterhalten kann. Ich glaube, dass Obdachlose schon sehr viel Gewalt widerfahren und so. Wegen keine Rechte und vogelfreien Menschen. Aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Seht ihr? Sogar Jody weiß es. Jody, es hat beim ersten Mal schon nicht geklappt. Es wird auch beim zweiten Mal nicht klappen. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Ist irgendwas von diesem Zeug wirklich notwendig, um ein Baby auf die Welt zu bringen? Oder ist es nur, was Leute denken? Egal, weil er denkt es halt eben auch und sagt es halt eben. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Wenn ich es mir recht überlege. Glückwunsch, es ist ein Baby. Plötzlich habe ich Heilige Drei Könige-Flashbacks. Tushin, das Baby, sie sind auf, hör dir. Wir müssen sie rausholen. Oh, an der Scheibe habe ich verkackt, da bin ich gestorben. Vorher die ganze Bude abbrechen. Erwachsene Männer lassen Jody alleine eine Frau und ihr neues... Weil sie wissen, dass sie Superkräfte hat, Mann. ...neugeborenes aus einem brennenden Gebäude retten. Fallende Trümmerteile haben immer das beste Timing für dramatische Spannung. Diese Arschlöcher sind gut im Hardcore-Schleichen im Schnee trainiert. Plötzlich habe ich Poltergeist-Flashbacks. Ah, okay, man wird das sowieso ausgeschalten an der Stelle, okay. Außerdem, Jodys Koma-Flashbacks verwandeln sich von einem Bildrauschen in ein Widescreen-Format mit schwarzen Balken. Aus einem Albtraum aufwachen und aufrecht im Bett sitzen Klischee. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Verwandte? Wir sind von der CIA. CIA-Agenten fragen höflich an der Schwesternstation, ob sie zu einer Patientin dürfen, obwohl diese wegen Verrats gesucht wird. Außerdem... Wenn du mehrere Monate im Koma liegst, sind deine Muskeln so sehr atrophiert, dass du nicht laufen kannst. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das stimmt wirklich, ja. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Aber Aiden kann die Muskeln so aufblähen, so. Ja, weißt schon, das ist generell ja voll der Scheiß. Dass wir unseren Körper erst verarschen müssen. So, hey, du, ich brauche halt täglich diese Anstrengung. Und dein Körper ist so, wenn das so ist, dann machen wir dir mal Muskeln. Und dann bist du so, hey, ich brauche halt noch mehr körperliche Anstrengung. Ach so, wenn das so ist, dann mache ich dir Muskeln. Und ich denke so, hey, ganz ehrlich, Körper, ich fress doch einfach jeden Tag was rein. Mach doch einfach mal zur Sicherheit Muskeln. Prophylaktisch, zur Vorbeugung so. So, warum sagst du so, ach, ich brauche keine, lass im Rücken mal alle Muskeln wegbauen, dass wir in deinem Alter Rückenschmerzen haben oder wir nicht ordentlich laufen können. So, was ist denn das? So ein Körper, der ist total lost. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock.
Fuck, sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. CIA-Arschnasen verlassen das Zimmer und melden dies, anstatt aus dem Fenster nach Jody zu sehen. Ja, die ist ja weg. Eben noch war Jody ganz offensichtlich in einem Großstadtkrankenhaus, aber jetzt wird sie mitten im Nirgendwo von Sheriff Landeier am Straßenrand aufgelesen. Das ist nicht fair! Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Hä, das Outfit kenne ich nicht. Was das alles gemacht hat? Das spielt bei einfach Dinge, das Outfit kenne ich nicht. Bei mir sah sie nicht so aus. Oh. Oder? Nein, sie sah nicht so aus. Dieser Teil ihres Lebens. Skip. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät, ich verspreche es, okay? Die sah völlig anders bei mir aus, was ist denn da los? Hey? Nachdem du auf der vorherigen Party das Haus beinahe abgefackelt hast, sollte dich niemand mehr irgendwo hingehen lassen. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Der Scheiß funktioniert. Dieser Vergewaltigungsversuch wird Ihnen präsentiert. Oh, den hatten wir nicht. Mann, ich hab richtig krank gespoilert. Ich war so clever und bin gegangen vorher. Ich war so, hier stimmt was nicht, ich hau ab. Aber meine Entscheidung nicht, bereue die kein bisschen. Das war voll gut. Von dem Film angeklagt. Außerdem, Jody ist immer noch ein Arschlochmagnet. Scheiße! Was soll denn was du sagen? Mach doch die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Und wieder lässt sich eine Tür nicht öffnen. Sie wussten nicht, wo Jody ist und sind dennoch hier. Wahrscheinlich haben sie einen Detektor für verklemmte Türen. Dieses Spiel hat ein Team Jacob. Ich schwöre, wenn er sich in einen Werwolf verwandelt, bin ich raus und das Video ist zu Ende. Soweit behandelte das Spiel eine schlechte Kindheit, unsichtbare Geister, Obdachlosigkeit, vom Gesetz gejagt werden und Vergewaltigung. Jetzt können wir auch Selbstfindung und das Zusammenleben von amerikanischen Ureinwohnern dazuzählen. David Cage brennt sich hier durch alle möglichen Indie-Filmplots. Es war Sonnenuntergang, als ich Jody an den Tisch setzte, aber noch bevor sie überhaupt anfängt zu essen, ist es bereits dunkel. Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Und du gibst ihr keinerlei Erklärung, warum sie stirbt, wenn sie das Zimmer verlässt? Ja, lecker, oder nicht? Ich hab ultra Hunger auf dem... Achso, aber du hast so viel Essen gekocht, das kann ich reinpassen, zwei Wraps oder was? Dann lass den Rest einfach so als Salat essen einfach. Wie Sammy hinterherläuft, voll süß, als wäre ein Hund. Mach das in Katzen wie Hunde. Warum hat diese von Geistern geplagte Familie überhaupt ein Gästezimmer? Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt so. Warum ging jetzt schon das Sinne zurück? Zurück in dein Zimmer, sofort! Niemand wundert sich darüber, wie Jody aus ihrem Zimmer gelangen konnte, obwohl ihre Zimmertür von außen abgeschlossen wurde. Diese Navajo-Brüder sind so gut im Unterlebensgefahr aus dem Zimmerschleichen trainiert, dass sie plötzlich Deus Ex Machina-mäßig die Tür schließen können, um Jody zu retten. Frage: Warum ist der eine Bruder eigentlich so ultramuskulös und der andere gar nicht? Die arbeiten doch beide hart auf einer Farm. Also eigentlich müssen beide sehr gut durchtrainiert sein oder beide nicht. Oder tut sich einer Bruder immer so ein bisschen, ja, rausmogeln. Weil Muskeln Energie verbrauchen, also mehr Nahrung aufnehmen mussten, um den Körper zu versorgen. Ja, ich weiß schon, aber an sich, wenn der Körper sich denkt so, okay, scheinbar bekomme ich nonstop viel zu viel Nahrung. Oha, lass mal Fett anbauen. Ach, keine Ahnung, der Körper könnte interessant, also er könnte intelligenter sein. Dass das Gehirn vermittelt, ich bin wohl umsorgt, keine Sorge, ich kann das investieren, so. Ja. Andersrum, warum werden überhaupt Muskeln als schön angesehen? Können wir unser schönes Ideal mal umbauen oder so? Wir brauchen keine Muskeln mehr. Kann man nicht einführen, so ab jetzt sind einfach ganz eine Hühnerbrust und so ein vollkommen langweiliger Bauch ist ab jetzt das neue Schürzideal. Wäre doch voll genial, oder? Morgens Aufstehen-Simulator. Warum verhalten sich geisterhafte Erscheinungen immer so, als wüssten sie, dass eine Kamera anwesend ist und nur die Zuschauer sie sehen können, aber nicht die Charaktere? Das ist wirklich komisch. Selbst wenn sie nur erscheinen, um eine Botschaft zu übermitteln. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Gestern wollte dein Sohn Jay sie nicht mal ins Haus lassen, weil diese Ranch von Geistern heißt. Ja und, der Sohn ist sowieso kacke gewesen, er war immer cool. Heimgesucht wird. Dann bleibt sie nachts nicht mal in ihrem Zimmer und lässt beinahe die Geister rein. Jetzt willst du, dass sie bleibt und auf der Ranch aushilft? Ich glaube, weil er doch Hoffnung hatte, dass vielleicht einer der Söhne mit ihr mitgeht oder so. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Cory schuldet uns eine Erklärung, wenn diese Kleidung wirklich in seinem Schrank war. Hey, vielleicht hat er manchmal auch Lust, so einen anderen Stil zu fahren. Da spricht gar nichts dagegen, es ist vollkommen normal. Gute Nacht. Hab ich was gesehen? Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Du warst letzte Nacht dabei und hast sogar die Tür zugemacht. Und jetzt willst du erzählen, dass alles nur ein Traum gewesen ist? Er will sich halt rausreden, Mann. Ferdolf Riddler. Ferdolf Riddler? Traum gewesen ist?
kommen. Fährt Dolph Riddler. Es reicht nicht, dass eine Geistererscheinung creepy ist. Der Geist muss sogar in ihrer Dusche erscheinen und sie anstarren. Er hat eine Maske auf. Ich meine... Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Keine Ahnung, wie diese Anekdote anfing, weil diese Szene in der Mitte dieser Erzählung beginnt. Aber wenn jemand am Ende verschwindet und nie wieder auftaucht, ist das nicht lustig. Es sei denn, die Geschichte wird in Mafia-Kreisen erzählt. Warum sind diese Navajos eigentlich in der Lage, unter diesen Umständen Mustangs zu züchten? Weil der böse Geist nur die Schafe killt? David Cage kennt nur eine Art von Actionszene. Charakter rennt verzweifelt durch die Umgebung, während alles um ihn herum versucht, ihn zu töten. Riesendämon hält Jodie in seiner Hand, wartet aber, bis sie sich befreien kann, anstatt sie sofort zu töten. Plötzlich habe ich Red Dead Redemption Flashbacks. Diese geisterhaften Wächter, welche Yeetsu gerufen haben, um die Soldaten zu töten, welche ihr Dorf verbrannt haben, sind nun seit über einem Jahrhundert hier. Aber anstatt ihren Nachfahren zu zeigen, wie man Yeetsu aufhalten kann, haben sie lieber auf eine weiße Frau gewartet, die sich darum kümmern soll. Oh, der Wagen lässt sich nicht starten. Hattet ihr gerade keine Tür zur Hand? Die Decke. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Stumme Person spricht im wichtigen Moment Klischee. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Woher weiß sie, dass das Ritual, mit dem der böse Geist gerufen wurde, diesen auch wieder zurückschickt? Was ist, wenn er einen weiteren Dämon herbeiruft? Ich glaube, da gab's schon eine Logik dahinter, oder? Der Scheiß funktioniert. Ein Punkt für das Ursache ist auch Lösung-Klischee. Nun, es ist eine Möglichkeit, einen Charakter loszuwerden, der seinen Zweck erfüllt hat. 6 Schaufeln Erde reichen, um 2 Gräber zuzuschütten. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? In der Szene zuvor sahen wir, wie Jodie von Ryan ziemlich herzlos behandelt wurde, damit sie für die CIA arbeitet und sie war nicht sonderlich erfreut darüber. Also mal ehrlich, Jodie hatte nicht sehr viele Männer in ihrem Leben. Da war gar keine Auswahl. In dem Alter ist wohl ich eher sogar der einzige Mann. Und lieber nimmst du den an, bevor du gar keinen... Jawohl, naja. Hören Sie, Miss Holmes. Ryan war schon ein richtiges Arschloch. Ich habe keine Zeit für... Ich hab ihn abblitzen lassen, by the way. Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. In der nachfolgenden Szene hat Jodie ein Dinner-Date mit Ryan und will scheinbar von ihm flachgelegt werden. Da habe ich nicht Nein gesagt, by the way. Ehrlich finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Echt? Ich habe nicht annähernd so viel von ihm in diesem Spiel gesehen, dass ich zustimmen könnte. Und jetzt ist er plötzlich ein möglicher Lover? Pizza-Lieferung. Kochbücher enthalten für gewöhnlich keine Werbung für Lieferdienste. Quicktime. Hat sie ja reingelegt, Mann. Beim Kochen. Egal wie heftig Ryan die Weingläser bewegt, er verschüttet nicht einen Tropfen. Jodie hält diese Auflaufform, welche gerade bei mindestens 200 Grad im Ofen stand, ohne Kochlappen und verbrennt sich trotzdem nicht die Hand. Weil Aiden die Hand ja schützt. Hand. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und... Ich weiß fast nichts über dich. Ryan arbeitet schon seit 2 Jahren mit ihr zusammen und weiß fast nichts über sie. Er ist bei der CIA. Er sollte alles über sie wissen, was man über sie wissen kann. Er wollte ein bisschen Smalltalk anzetteln, Mann. Zum zweiten Mal Sixth Sense Flashbacks. Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Sie sind tot. Bösewicht-Entwicklungsgeschichte nach Ubisoft-Art. Jamal Shaikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. David Kojima präsentiert Metal Gear Solid. Ein Kind dieser Größe hat nicht die Kraft, eine AK-47 mit einem Arm zu halten oder dessen Rückstoß beim Abfeuern zu kompensieren. Aber er feuert ja nicht. Er hält sie ja nur. Klar, es wäre voller Schwachsinn, er wird sich so die Schuld auskugeln. Aber eventuell können sie wenigstens wehren. Obwohl ich sagen muss, er hat echt schon ganz schön Power, der Typ. Also so eine AK, glaube ich, wiegt doch locker 20 Kilo, oder? Und er kann sie so halten, das ist schon eine Leistung. Das schaffe ich mit 10, mit meinen 7,5 Kilo schaffe ich das auf keinen Fall. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jodie. Jodie. Jodie? Sprachbarriere ist keine Barriere-Klischee. Ist sie auch nicht. Aber bist du auf dem Tourfest, du redest mit allen Leuten. Scheißegal, ob Italienisch, Französisch, Russisch. Es geht dann plötzlich einfach. Es wird dieses Kind entweder im Kreuzfeuer sterben oder ist der Sprössling von jemandem, den wir umlegen. In beiden Fällen fügt dieses Szenario billiges Blut an meinen Händen Schuldgefühl in diesem bereits sehr aufgeblähten Plot hinzu. Es war stockdunkel, als dieser Zweikampf begann, aber kaum ist er vorüber, ist es plötzlich hell.
Schusswaffen sind nutzlos bei dieser Verfolgungsjagd. Schick die Macheten zu ihr! Was? Jody und Salim waren auf diesem sehr schnell fahrenden Truck, bevor er sich wegen der Explosion überschlagen hat, und dennoch konnten beide unbemerkt und unverletzt aus dieser Situation entkommen. Ja, weil Aiden wieder diesen Ball macht und die raustransportiert wie so eine Pinballkugel. Monsterkill. Das Magazin dieser AK enthält 80 Schuss. Er ist dein Vater? Ich hab's euch doch gesagt. Keine Ahnung, woher die CIA weiß, dass Jody genau hier abzuholen ist. Sie hat niemals ihr GPS aktiviert, was eigentlich der Plan war, um sie nach der Mission extrahieren zu können. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Praktischer Nachrichten erklären, was los ist, Bericht, damit Jody weiß, dass die CIA sie in Bezug auf ihre Mission eiskalt belogen hat. Außerdem, demokratisch gewählter Präsident von Somalia hält seine Besprechungen wie ein Terrorist in einer Bruchbude, damit alle glauben, er wäre ein Bösewicht. Nathan Dawkins. Auch hier wird Nathans Leitung nicht von der CIA abgehört, um Jody zu lokalisieren. Wegen Regen. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Dieser Flashback verrät, dass die Regierung davon ausgeht, dass das Baby die Kräfte seiner Eltern hat, weiß aber nicht, dass Laura Zwillinge erwartet. Bitte, sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Nachdem Jody gleich nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt und an die Pflegeeltern übergeben wird, werden diese auf mögliche Fähigkeiten hingewiesen. Aber in ihrer Kindheit, die wir zuvor gesehen haben, tun die Pflegeeltern so, als wäre Jody von einem Dämon besessen und suchen deshalb Nathan auf. Jody findet ihre echte Mutter in einer psychiatrischen Klinik, wo sie von der Regierung permanent unter Drogen. Ich habe beide entschieden, sie sterben zu lassen. Da waren viele auch dagegen, die waren so, das ist uncool. Aber ich bin der Meinung, das ist schon das Beste irgendwie. Ungehalten wird. Übrigens nur, damit sie praktisch von der CIA gefangen genommen werden kann. K.O.-Schlag mit Gewehrkolben-Klischee. Dieser Raum sieht aus, als wäre es ein Superbösewicht-Büro aus einem 60er-Jahre-Bond-Film. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Oh, wie nett von dir. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Wenn immer du ein Skript schreibst, in dem ein ganzes Land mit wenig Aufwand antagonistisch sein soll, füge einfach einen Stan ans Ende des Namens und du hast sofort einen ultimativen repressiven Staat erschaffen. David, du springst bereits genug in der Timeline dieses Plots herum. Musst du nun wirklich... Das war echt nicht schlecht. Einfach so, Bolongoras-Stan. Man ist so, oh, das muss schlimm sein. Ganz schlimm muss das sein. Ich die Mission in Kazistan mit der Folterszene beginnen, anstatt mit dem eigentlichen Anfang der Mission. In Amerika war es eben noch Frühling oder Sommer, aber in diesem asiatischen Land ist es bereits tiefster Winter. Alle Häuser in diesem Fischerdorf sind komplett zerstört, außer das eine, welches gänzlich intakt ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Ryan kontaktiert die Zentrale, um folgende Anweisung zu erhalten. Findet endlich diese verfickte Feindbasis und hört sofort auf, uns während der Mission im Feindgebiet per Funk zu kontaktieren. Eben sagte man noch, dass man seit 3 Tagen durchs Eis marschiert, aber in dieser Thermoskanne befindet sich ein brühend heißes Heißgetränk. Bitte. Die CIA wird wohl auch sehr, sehr gute Thermoskannen haben, Mann. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht zu weit, okay? Du riskierst dein Leben, um bei minus 40 Grad draußen zu pinkeln? Ja, als ob... Gut, ich war auch der Meinung, komm, mach da wahrscheinlich in die Ecke. Sollen alle mal weggucken ganz kurz, so drauf geschissen, mein Gott, so. Aber ich verstehe es schon, so. Vielleicht hält man es ja durch, aber... Ja. Ein Konvoi-Panzer wartet direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Keiner dieser Jungs hat eben diesen Konvoi schwerer Militärfahrzeuge gehört oder gesehen, obwohl er eben direkt an dieser Hütte vorbeigefahren ist. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Ich gehe mit dir. Dieser asiatische CIA-Typ würde sich besser für diesen Verkleidungsjob eignen als Ryan. Ja. Schon wieder ein Schnitt vorwärts zu dieser Folge. Aber Ryan ist eben der coole Boy. Auf den alle stehen, komischerweise. Der Szene, diesmal mitten in der Mission. Außerdem plötzlich habe ich Metal Gear Solid 3 Flashbacks. Eine geheime Unterwasserbasis. Lange nicht gesehen. Besonders nicht in Unterhaltungsformaten, die ernst genommen werden wollen. Bitte vergesst nicht, dass Jody und Ryan ihre Uniform von kazakhstanischen Soldaten genommen haben, die ungefähr gleich groß waren.
Vor allem Unterwasserbasen müssen so teuer sein. Warum macht man das? Wenn sich Existenzen aus der Infrawelt durch festes Material bewegen können, macht diese Barriere in einem Gang keinen Sinn. Es sei denn, der Plot will nicht, dass sie durch die Gänge kommen, was alleine für den Plot sehr praktisch ist. Ach so, weil er meint, man könnte ja so die Barriere umgehen. Ja, da ist was dran. Beschwere. Feindliche Unterwasserbasis hat wegweisende Symbole an den Wänden, für den Fall, dass das feindliche Personal nicht lesen kann. Hole einen Schraubenschlüssel aus dem Schraubenschlüsselraum, um damit den Typen in der Waffenkammer zu erschlagen, obwohl in dieser auch ein Schraubenschlüssel liegt. Ein Portal unter Wasser, welches mit einer anderen feindseligen Welt verbunden ist? Ich habe das Gefühl, sowas schon woanders gesehen zu haben. Nach so einem Schlag mit einem Schraubenschlüssel sollte Jodie bewusstlos oder tot sein. Immerhin starb sie beinahe durch einen Kopftreffer mit einer Baseballkeule. Existenz ex machina. Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Du solltest an diesem U-Boot warten, um den Fluchtweg zu sichern, aber du tauchst ab, damit Jodie denkt, dass du abgehauen bist. Und wie kannst... Gute Frage. Ich denke halt mal erst gefahren und war dann so, ach scheiß drauf, nein, ich kann nicht, nur umgedreht. Du unter Wasser sehen, dass Jodie jetzt am Dock steht? Beide sollten jetzt erfrieren. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Und das ist der Punkt, an dem Nathan offenlegt, dass er wahnsinnig ist. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Da ist ja endlich der... Boah, das war so traurig. Hör auf, das zu haten. Das war super traurig und krass. Willem Dafoe war super in der Rolle. Böse schreiende Willem Dafoe, auf den ich gewartet habe. Vor wenigen Sekunden sagte Cole... Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Und dann sagte der Sicherheitsmann... Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Also völlig egal, ob Aiden Coles Namen in den Computer eingetragen hat, der Sicherheitsmann weiß bereits, dass Cole dort nichts zu suchen hat. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Verstehen Sie das als meine Kündigung, Klischee? Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Den Schwarzen erwischt es zuerst, Klischee. Nee, es sind schon sehr viele andere gestorben. Okay. Jodie und Ryan nähern sich der Infrawelt und werden umgehend durch eine miese Kameraeinstellung getrennt. Das war so schlimm. Und dann so traurig. Das war super. Aber nur heftig so, wie er sich selbst erschießt, um endlich bei seiner Familie zu sein. Nathan gibt auf und erschießt sich, um dann sofort mit seiner Familie vereint zu sein. Ja, das war voll toll. Er hat die Schnauze. Ich habe voll weinen müssen währenddessen. Nein, und die sind nicht mal sauer auf ihn, weil er sie in der lebenden Welt gefangen hielt. Ich aber auch nicht. Mein Gott, du bist einfach nur... Der versteht es alles nicht. Der versteht es überhaupt nicht. Du hast keine Gefühle. Du bist nur ein Mensch, der außer Hunger und Durst keine Gefühle hat. Jodie, fuck, da bist du. Ryan hat Jodie direkt nach ihrer letzten Szene mit Nathan wiedergefunden. Verfluchte Monster! Ohne Dämmungsgurt wären wir tot! Nachdem Ryan sagte, wie wichtig diese Schildgurte sind, fällt er von Jodie selbstverständlich aus. Mein Bruder. Aiden ist der totgeborene Zwillingsbruder von Jodie. Was ein Twist. Ich fand ihn schon sehr krass. Eine Aue. Wähle dein Ende, bleibe in der Infrawelt und sei wieder vereint mit allen toten Menschen, die du liebst, oder entscheide, mit wem Jodie Sex haben soll. Was? Man kann sich auch für Zoe entscheiden. Und da haben sie keinen Sex. Jodie gehört zu den Mädchen, die... Warum hast du den gewählt? ...nach dem Sex ihre Unterwäsche wieder ansieht. Pimpern bringt... Das ist gerade eventuell ein bisschen privat, aber tatsächlich ziehe ich auch meine Unterwäsche nach dem Sex wieder an. Irgendwie, ich fühle mich nicht wohl ohne Boxershort. Das ist irgendwie, die muss dran sein, so. Keine Ahnung. Naja. Bringt Aiden aus der Infrawelt zurück. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Es steht sie alleine da bei ihr. Interessant. Fortsetzungsköder. Versperrt! Unmöglich! Zieh fester! Carrie 2.0. Aber Carrie ist so ein geiler Film. Also falls ihr Bock habt auf ein bisschen... Also gerade diejenigen, die sagen, ich mag keine Horrorfilme. Und Horrorfilme sind blöd. Die sind nur Blut und Bang und all gruselig und Monster. Guck mal Carrie. Carrie ist ein Film von einem Mädchen, was gemobbt wird und sie haben alle recht. Nice. Nee, aber Carrie könnt ihr echt mal gucken. Das ist auch von... Wie heißt der? Von Stephen King. Sein erstes Buch sogar. Mit Carrie ist er berühmt geworden. Hi, CEO! Meine Fresse, Leute, was ist los mit euch? Naja,
Okay, passt, nimm alle mit Humor. Also ich nehme sie auch mit Humor. Es ist ja auch viel Klischee und Quatsch, aber bei Videospielen verzeih ich mir alles. Warum sind da zwei große Haken? Die Peaks mich gerne angucken. Ach, wegen dem Duschen oder was? Die Welt ist so versaut. Ja. Okay, das war's mit Gamesünden zu Beyond Two Souls. Das war sehr lustig, dankeschön. Und lasst gerne ein Like da und einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und check gerne mal Gamesünden aus, echt ein cooler Kanal.